Hallo und herzlich willkommen zurück und wir haben keine Dings mehr frei. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe jetzt leider Blut geleckt und wie sind wir hier denn? Nachdem wir in der letzten Folge oh so lange nein, wir den sind Drachen im Labyrinthion. Labyrinthion. Ja, dann ist das der Weg, der da hochführt wahrscheinlich. Da Wenn oben wir ist der hier Drache. schon verrecken, dann kriegen wir den Drachen sowieso nicht down. Ich habe aber Blut geleckt. Hab Eine Urne gefunden. Wirklich Blut geleckt und eine Urne gefunden, genau. Und daher. Ich glaube, das ist nicht der Weg zum Drachen. Das ist irgendwas anderes. Wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich momentan noch gar nicht. Dann würde ich jetzt erstmal Schnellreise machen und zum Liebesdings der Wumster. Ja, offensichtlich kommen wir wirklich noch nicht dahin. Links, 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 links. Wir haben das auch nämlich schon gefunden, damit wir jetzt eben Schnellreise machen können. Boah, das wurmt mich jetzt. Ich hätte den so gerne jetzt noch mitgenommen. Ich weiß aber gar nicht so genau, was das überhaupt macht, ehrlich gesagt. Also was uns diese Schreie bringen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die... Ja, dass unsere eigenen Schreie dadurch etwas besser werden, aber das nur meine... Objektive Meinung, es könnte natürlich sein. Nee, ob das... Ja, genau. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls gehen wir jetzt erst einmal das Buch suchen für unsere Quest für die Badendings. Wäre schön, wenn es hier schon liegen würde. Ich habe keine Lust auf Höhlen. Aber, ne? Dann war Stash, komm. Es ist ja unser Job. Tam tam tam, Todmannsruhe. Wetten, die machen das nur deswegen nicht selber, weil es mega gefährlich ist und die alle nur Liedchen trällern können und sonst nicht kämpfen. Die können auch mit ihrer Laute zuhauen. Stirb, 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 stirb! Ja, ich übersteuere immer das Mikro und ich weiß, ihr leidet drunter, das tut mir sehr leid. Ja, vieles kann das Audioprogramm halt ausgleichen. Was haben wir denn da? Einen toten Baden. Und den können wir auch wahrscheinlich, wenn es so ist wie in Oblivion, nur mit einem verzauberten Gegenstand oder Silber. Er wird mit dir reden. Ich glaube nicht, dass er dich angreift. Dann glaub mal nicht. Siehst du? Ein Rubindrachenklaue. Okay. Neben 400. Hallo, die hat 400. Aber wo ist der hin? Ja, das werden wir noch rausfinden. Nun gut. Glaubst du wohl nicht, dass die jetzt nicht gleich aufstehen? Ich weiß nur, dass wir die Klaue wahrscheinlich wieder für eine Tür brauchen. Sehr wahrscheinlich. Komm, such durch. Siehst du? Ja, da hau sie doch. Dann will ich die hau. Oh, wisst ihr was? Die machen das jetzt so. Hey, warum geht das nicht? Nicht lang genug gedrückt gehalten. Ach so. Okay. Hinter dir. Ja, mach mal, dann kann ich so ein bisschen mein Heilungslevel ein bisschen hoch. Das finde ich ganz schön. Wunderbar. Oh, dann jetzt aber da. Guck dir mal den Bogen an. Wow, Schaden plus 10. Obwohl, wir haben gerade gar nicht den Bogen ausgerüstet. Ja, aber wir haben auch noch einen besseren Bogen daheim, muss ich dazu sagen. Ja, so viel. Deswegen nimm das Wichtigste mit und ab geht's. So ist es. Ist sonst noch was? Nö. Eisentür. Was? Ein Begräbnisurne. War noch ein Zaubertrank drin. Hast du mitgenommen? Das ist die gleiche Eisentür, die, ne? Jedenfalls hat es uns die Tür geöffnet. Ja, aber die andere. Warum nehme ich jetzt ein Leinentuch mit? Unrelevantes Zeugs. Das ist dann wohl offensichtlich die Abstellkammer gewesen.
Mal gucken, ob wir dieses Dungeon innerhalb einer Folge schaffen. Ich will ja nicht zu sehr durchrushen, aber... Ja, vielen Dank auch. Krieg doch nicht nochmal drauf. Geh doch nicht mehr drauf. Man könnte Wiederherstellung aber auch so leveln, dass man sich immer von irgendwelchen Druckplatten da treffen lässt und dann da sich, weißt du? Ja klar. Aber das kannst du ja irgendwann mal offscreen machen. Wenn eine Idee. Offscreen. Kleiner Seelenstein, sehr schön. Oh Gott. Pardon me. Enge Gänge und ein komisches Kette aktivieren Ding. Dürre Traugen. Ich auch. Eine Spinne offenbar. Wenn diese noch lebt. Sieht nicht sehr lebendig aus, oder? Doch. Ja, die ist gar nicht lebendig. Überhaupt nicht. So sieht eine tote Spinne aus. Ja, was soll's? Hast du mal wieder Frost bis Gift. Wir sind sowas von wieder. Nur irre. So. Ups. Zack, das war der erste Dietrich. Wir kommen der Sache schon näher. Tada! Ja, schön. Nice. Und ein weiteres Drehdings, der Bumster. Wir wissen alle, was sich hier hinter verbirgen wird. Verbergen wird verbirgt für was auch immer. Denn da kommen nämlich diese seltsamen Geräusche her. Du würdest die Wand treffen. Ja. Gucci. Und der andere hat es gar nicht gecheckt. Muss mal her. Meine Ausdauer ist zu niedrig, deswegen kann ich nicht zoomen gerade. Bäh, du hast aber getroffen. Und es hat eine Falle ausgelöst. Lol. Sehr schön. Haben wir denn von hier? Ja, nee. Gibt's doch hier die Draugen nicht. Ja. Da ist einer links in der Wand, genau. Ich wusste es. Der sah sehr lebendig aus. Der ist immer noch da drin, oder? Tot! Toter Trauge! Der ist wirklich tot. Oh, ich will ihn mitnehmen.
Ja, toll, das war's. Warum wolltest du den mitnehmen? Weil der ein bisschen mehr eingebracht hätte. Aber bam. Wir haben nicht wirklich was zum Wegwerfen. Du hast nur Waffen und Kleidung, die zu viel wiegen. So ist es dann leider. Stahldeutsch. Bringt nicht viel, du musst echt viel wegbekommen. Hat halt 110, weißt du? Den können wir wegmachen. Ich bin hier irgendwie verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Vorne ist noch irgendwas. Notfeile 15, willst du die nicht mitnehmen? Ups, hab ich nicht gesehen. Nice! Ja, das wollten wir doch. Redekunst verbessern. Und das wollten wir nicht. Machen. Also, ich esse jetzt mal. Toll. Dann bist du zwei los, dann hast du wieder 324. Ich bin gerade am Überlegen. Wir müssen echt Lydia wieder mit in die Dings Dungeons schleppen. Das hat sonst gar keinen Sinn, finde ich, so viel rumzuschleppen. Nee, aber wir haben ja halt vorher schon die Leute da ausgeraubt und ich glaube, das ist es dann halt auch was. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir nach einer Gruppe und Leute ausrauben schon wieder voll sind. Also ist es aber leider, ne? Also um ganz ehrlich zu sein, ungefähr 25% der Folgen nehmen immer das Inventar mit Sachen irgendwie raussuchen aus. Ja. Tut mir auch echt leid, Leute. Du hast 324. So, wir dürfen jetzt absolut nichts mehr in dem mitnehmen. Ups. Alle? Ich war mal eben hier, pardon. Der auch immer hier nicht, wie lange die Aufnahme geht und muss immer. Nee, lass gut sein. Lass gut sein. Ach Quatsch, ist genug Akku drin. Gut. Muss dann mich immer davor das Mikro bewegen. Das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Hä? Ja, das ist hier richtig. Das ist richtig. Ah, ja. Ja, das sieht irgendwie sehr richtig aus. Hallo, Endboss. Die sehen mich nicht, ey. Die dumm. Sind sie. Tada. Gift lasse ich da, weil wir haben halt wie gesagt keinen. Oh, nicht echt jetzt, ne? Ja, dann darfst du halt nichts Schweres mitnehmen. Ne. Zu allergrößten Not werde ich den Dingsbums, den einen. Was war das? Ein Hammer? Irgendwas? Und halt nochmal weghauen. Ah. Ja, wenn du irgendwas Wichtiges findest, halt. Ja, kannst runterspringen. Und wie es ausschaut, musst du da runter. Wie es ausschaut, muss ich, genau. Und wir speichern jetzt noch einmal, bevor das vielleicht die falsche Entscheidung war. Wir haben leider auch gar keinen Wasseratmungsskill. Ja, war nichts Besonderes. Brauchen wir auch gar nicht. Das sieht schon irgendwie cool aus, ne? Mhm. Aber wo ist denn der Geist? Erscheint er uns nicht mehr? Oh, weil man vom Teufel spricht. Oh, hallo. Da sind noch ein paar irgendwo. Den Fisch.
Genau, geh mal gucken, was da ist, junger Mann. Lol. Hör auf zu planschen, du Ratte. Ich plansche nicht. Wenn die Ratte planscht. Oh, wollte ich doch gar nicht. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Nordschwert. Brauchen wir den Nordbogen? Nee, ne? Nee. Einlassen. Ich wollte ja eigentlich meinen Pfeil wieder nehmen, aber... Marsch. Da steht noch einer auf. Erstmal gucken gehen. Sag mal. Hallo? Die sind gleich blind. Ich liebe Bogenschießen. Entschuldigung, ich liebe es einfach. Ich liebe es. Ja, ich würde sagen, jetzt hast du hier fast alles. Da ist dein Stahlpfeil. Hm. Nö, sieht nicht so aus, als wäre hier noch viel. Trotzdem ist es eine Kiste, ne? Eine Kiste. Hier noch irgendwas? Nein. Bringt hier gleich noch irgendeine raus. Geht doch so dafür. Hm. Schön, schön. Oh. Oha. Keine Ahnung. Guck dich erstmal um. Geh mal durch. Da ist eine Türe. Ah, es ist eine Falle. Guck. Ja, dann öffne mal. Dann gehen die Dinger los wahrscheinlich. Ja. Oh, ich hasse es. Mit deinem Fuß, Dings durchrennen-Skill. Hm, muss gerade ein bisschen gucken. Du hast gerade gespeichert, jetzt übertreib nicht. Mir egal. Das ist so unsinnig. Ich weiß. Jetzt renn endlich. Immer jetzt. Sehr schön. Sag ich doch. Einfacher als gedacht. Aktivieren. Das war's. Das ist nur für den Rückweg oder so. Jedenfalls geht's weiter rauf. Wow, was ist das? Ich dachte schon. Nee, also jetzt wirklich? Übertreib nicht. Übertreibe nicht. Ich bin eine Muschi, weißt du doch. War cool. Sieht irgendwie schon cool aus. So, weiter geht's. Hopp, hopp. Alle? Nee. Ich hoffe, der Geist ist uns positiv gesinnt. Ja, siehst du? Ui. Das ist das Zauberdings. Ist aber doch ganz gut, denn, können wir nicht irgendwas... Du hast nichts Verzaubertes dabei, das wir zerstören könnten, oder? Doch. Und zwar... Ja, dann hau weg. So, was haben wir noch? Feuerresistenz. Ja. Los, hol's dir. Aber brauchen wir das wirklich um 15%? Ja, ist egal, lernst du halt. Das meinte ich. Ja. Okay, Lolle. So, dann haben wir auch jetzt ein bisschen weniger Gewicht, gell? Yay! Oh, nee, Bank. Frag mich, wie das früher wohl hier ausgesehen hat. Da ist eine magieverschlossene Tür rechts. Oh. Ah, ist noch verschlossen. Du musst dann also erstmal dem Geist runterfolgen. Hm, wie es aussieht. Wir wissen alle, was kommt.
Die sind doch eh voll blind. Ja. Ich weiß, was das für einer ist, oder? Was? Augewicht, nicht, dass der auch diese Mega-Stärke hat wie die letzten? Nee, Quatsch. Der wird aber schon ein bisschen stärker, wie ihr seht. Mit dem kann man sich schon vernünftig prügeln. Hau ihn weg. Naja, toll, er hat dir Gold gegeben. Entdeckt? Von wem? Keine Ahnung, mal wieder aufzuzaubern. Da wird noch einer irgendwo um die Ecke sein oder so. Hier? Keine Ahnung, hau drauf. Natürlich. Schön, hier können wir auch endlich mal unser Zerstörungslevel leveln. Wunderbar. Gut. Sehr schön. Ja, geh mal in den Raum zuerst. Ich glaube, da geht's weiter. Da geht's weiter? Gut, dann gehe ich hier. Hier meinst du, ne? Ja. Weil da ist einfach nur ein Stein, den du mitnehmen kannst. Nice. Unter dem liegt noch ein Trank. Los geht's in die andere Richtung. Genau. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier... Rolle des Schutzzirkels. Die Druck. Bin, glaube ich, zu. Ja, du hast die eine komische Waffe eben aufgehoben. Genau, das ist es nämlich. Keine Ahnung, nehme ich mal die da. Immer diese Zeichnung. Scheint auch was Wichtiges mit der. Experte. Pardon, da muss ich jetzt speichern und ich will das wirklich versuchen. Ich will das versuchen, das aufzuschließen. Na, toll. Minimal. Nein, jetzt ist das schon zu weit wahrscheinlich. Nee, du musst in die andere Richtung. Bin ich sicher? Ja, nein. Wir haben noch 54. Ja, genau, du musst. Ja. Ich merke, wie man in ja, die andere. Ja, ganz links, ganz leicht. Das war ja, das hat ja schon am Anfang ganz gut geklappt. Das ist schwierig. Okay, dann doch nur ganz leicht rechts. Braucht ihr wirklich Fingerspitzengefühl? Noch ein Stück. Ja, reicht, schon zu viel. Versuch's. Yes! Schön, und geh mal da rein, der ist in Ruhe. Ui, Level up. Sehr schön. Meister, na super. Komm, das kriege ich hin. Willst du probieren? Ja klar. Lass mich nur kurz speichern, falls wir da... So, da
wollen wir auch mal versuchen, das Ding da zu knacken. Erstmal nur finden, wo. Okay. Andere Richtung würde ich sagen. Oh, ja. Wow. Tada! Daniel ist definitiv der... Guck mal, ein Diadem. Nice! Oh, geil. Tja, dann wirst du jetzt gleich andere Scheiß wegwerfen müssen. Oder Lydia rufen. Lydia! Sehr, sehr, sehr cool. Zuerst gehen wir mal die Stufe hoch, würde ich sagen. Ja, was machen wir denn? Ich würde sagen, oh ja, wir haben dann wohl jetzt das Problem gelöst. War nicht. Schade. Nicht ganz, aber du kannst jetzt zum Beispiel die Billigwaffen wegwerfen, weil jetzt hast du definitiv Mehrwert im Inventar. Da denkt man dann Wunder, was noch in der Truhe ist. Dann sind das so Billigscheiß. Ja, weg damit, komm. Ja, wo dann? Ablegen, hier. Ja, das ist ja jetzt auch nichts mehr wert dagegen. So, fertig. Rechts lang. Nice, und da hier jetzt wahrscheinlich ein Endkampf kommt. Ihr hasst mich, ich weiß es. Da hinter der Tür. Not seriously. Lol. So viel. Ja, wo ist der andere? Links. Nee, da geradeaus. Da in dem Eingang links ist noch einer. Der da, der müsste noch leben. Wir sehen, ja. Hier müsste noch einer sein. Rechts von mir ist nichts? Nee. Bereich gesichert! Was war hier los? Hallo? Wer schießt da? Ach du! Sehr schön, Schießkunst auch wieder verbessert. Na ja, ich nutze das mal gerade, meine Wiederherstellung ein bisschen zu skillen. Mal an. Ach, wie schön Feuer doch gegen die Nord wirkt. Du hast voll den Flammenwerfer in der Hand. Ich bin ein Flammenwerfer. Da ist eine Kette. Ja, ich würde gerne erstmal looten. Loot, 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 loot. Ja, da. Wir werden hier wirklich verwöhnt, ne? Eigentlich sollte ich mich freuen, aber ich kann mich gerade nicht freuen. Die Trische, oh. Yeah, die ist ja kaputt. Das hat irgendwas ausgelöst. Ja, Pfeile. Das war Reaktion. Denn ich habe hier dieses kleine Ding da gesehen, siehst du? Ja, aber du bist vergiftet. So, hat wieder aufgehört. Dann guck dich mal schnell weiter um. Nix. War hier nicht noch irgendein Typen zum Looten? Nee, ach Quatsch, der kam ja daher. Und da es wahrscheinlich nach unten weitergeht.
Ach, so viele schöne Sachen. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Oh, schön. Schön, ausnahmsweise mal eine Treppe, ne? Aber was wir da unten vorfinden, würde ich sagen, da sind wir jetzt mal wieder so gemein, das seht ihr dann in der nächsten Folge, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr wieder einschaltet und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Ja, leider haben wir es nicht geschafft, das Ganze in einem Dungeon durchzuhauen. War mal wieder ein langes Dungeon. Ich glaube, es gibt einfach keine kurzen oder sowas in der Art. Ja, ich glaube auch nicht. Vielleicht ganz selten, und wenn, dann sind die wahrscheinlich langweilig. Also, bis demnächst. Bis dann. Bye. Ciao.